Ja, da sind wir wieder bei jetzt mittlerweile momentan schon Tag 11. Und ich glaube, wir gucken mal, wir sind bei den ganzen, die ganzen Türen. Also man muss es echt mitnehmen, dass es noch so hell ist. Weil sonst ist das echt übel. Die Zigaretten wollte ich gerade sagen. Die Streichhölzer nehmen wir mal definitiv mit. Auch wenn das gleich wieder so dunkel ist, dann sieht man wie überhaupt gar nichts. Ich habe übrigens mal eine neue Webcam mir gegönnt. Beziehungsweise geliehen. Ach, so ist das so schön. So ist das so schön da draußen. So schön, so schön, so schön. Verschlossen. Ist immer nur die Frage, wo man nun hin muss. Was ist das? Das ist der Clown. Ich kann das nicht richtig erkennen. Es ist so dunkel. Was ist das, verdammt? Das ist das Mädel. Das ist die Frau. Oh Gott, muss das sein? 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 Und natürlich ist die Taschenlampe jetzt leer. Selbstverständlich ist die jetzt gleich leer, flackert sie. Ja, das ist die Frau. Hallo? Aber sie hat einen Schlüssel dagelassen. Sehr freundlich. Oh Gott sei Dank, Schlüssel. So, okay, jetzt geht's aber natürlich wieder ans Suchen. Gott, oh Gott, wo passt dieser Schlüssel? Wo passt der Schlüssel? Wo passt der Schlüssel? Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Wo passt dieser Schlüssel denn nun? Da nicht. Ich meine, ich hoffe, ihr habt Zeit. Aber so langsam muss das Haus ja mal zu Ende sein, oder? Da passt er nicht. Da bin ich hergekommen. Und ich würde gerne mal. Ich möchte einfach nur, dass dieses Licht wieder angeht. Warum dreht er die Sicherung nicht einfach rein? Da passt er nicht. Passt er nicht. Da passt er nicht. Oben vielleicht? Die habe ich doch auch schon alles ausprobiert, oder? Ja, natürlich. Ging es nicht irgendwo noch höher? Okay, dann muss ich wieder zurück. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Und dann muss das Ganze ja. Ich sag's euch, das kommt wegen unserer geistigen Gesundheit. Die lungert schon irgendwo bei. Ach, dieser Clown, ne? Ich möchte jetzt nicht. Gott sei Dank ist er noch da. Ja, es tut mir leid, ich muss ein bisschen im Dunkeln rennen, weil ich möchte nicht, dass die Taschenlampe hier. Die ist ja sonst gleich wieder leer. So, die ist immer noch abgeschlossen. Denke mal, dann gehen wir nach oben. Es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man einfach nur hier durchrennt. Dann sieht man dieses ganze Elend nicht. Da oben waren noch Türen, die waren noch abgeschlossen, das weiß ich noch. Ich renne jetzt einfach durch. Ich renne einfach durch. Ist mir scheißegal. Und das ist so, also diese Streichhölzer sind sowieso das die größte Lachnummer. Weil sie bringen ja nichts. Also wenn man diese Latttüchten da anleuchtet, da.
Ach, hier war das mit den dreien. Also es ist echt, echt nicht so einfach, hier den Überblick zu behalten. Ich träume bestimmt bald von diesem Haus hier. Da war mittlerweile alles offen, okay. Da bin ich hergekommen, aber hier unten müsste ich nochmal hin. Da war das Badezimmer, ne, oder? Ja. Der Schlüssel passt. Was ist das? Schach. Da liegt ein Schlüssel. Noch ein Schlüssel? Oh Gott. Ach, was für ein Zufall. Vielleicht passt der hier. Der passt tatsächlich, oh Gott. Oh. Wo sind wir denn jetzt? So, wo passt jetzt der letzte Schlüssel? Jetzt sind wir, Moment, jetzt sind wir quasi in dem Flügel. Ich steig nicht mehr durch, tut mir leid. Doch, jetzt müssten wir in dem Flügel sein, wo der Clown, wo wir jetzt sonst noch hingekommen sind. Wo ist denn? Mittlerweile komme ich ja schon mit den Tasten. Ach, da sind Streichhölzer, die da so blinken. Oh Gott. Ein bisschen Streichhölzer verbrauchen hier. Was ist jetzt hier los? Hallo? Oh, jetzt sind alle Türen abgeschlossen. Was? Um Gottes Willen, diese Uhren, ne? Und irgendwie verschwimmt die sich gerade. Ich hoffe, es... Oh Gott. Okay. Liegt hier vielleicht ein Schlüssel rum oder so? Nee. Aber da liegt eine Seite. Ach, da liegt eine Seite. Heute Morgen saß die alte Clownpuppe wieder an ihrem alten Platz. Linda schwört, dass sie nicht angefasst hat. Ich habe sie wieder weggeräumt. Um Gottes Willen, ey. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir gleich mal bei Tag 12. Ja, bis dann.